Hallo zusammen. In dem heutigen Video geht es um die Sublimation und die Resublimation. Dieses Video ist für M- und E-Niveau-Leute gedacht und für die auch wichtig. Das Video, wo ich die verschiedenen Übergänge euch gezeigt habe und erklärt habe, habe ich nochmal verlinkt. Und heute jetzt eben diese Spezialfall-Sublimation-Resublimation. Nochmal zur Wiederholung, wenn ein Stoff direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht, ohne flüssig zu werden, also wirklich direkt, nennt man das eine Sublimation. Wenn der Stoff vom gasförmigen in den festen Zustand übergeht, nennt man das eine Resublimation. Als allererstes für das Experiment brauche ich eine Heizplatte. Die habe ich schon an, die ist schon relativ warm und ein Becherglas. In dieses Becherglas mache ich jetzt gleich etwas Jod rein. Vorsicht, Jod ist ein bisschen giftig, minder giftig sagt man dazu auch. Das heißt, das sollte man auf gar keinen Fall einatmen. Deswegen verschließe ich gleich auch das Ganze mit einem Kolben mit Eiswürfel oben drin und werde nachher, bevor wir dann das Ergebnis uns anschauen, das Ganze noch in den Abzug geben. Dort kann ich es aber nicht so gut filmen, deswegen mache ich das jetzt so und gebe es dann nachher, bevor ich es öffne, direkt in den Abzug. Deswegen wird es da einen Schnitt geben. Ich gebe da jetzt gleich ein Plättchen von diesem Jod rein. Das sind so kristalline Plättchen, die etwas lila aussehen und glänzen, und werde es jetzt gleich verschließen. Was dann passiert, könnt ihr euch direkt anschauen. Man kann jetzt eigentlich schon sehen, dass ein lila Dampf entsteht. Das feste Jod, die Jodplättchen, gehen direkt in den gasförmigen Zustand über. Sie werden nicht flüssig, sondern direkt gasförmig. Das lasse ich jetzt ganz kurz so stehen und werde es dann gleich in den Abzug stellen und euch dann nochmal das Ergebnis zeigen. So, die Sublimation habt ihr schon gesehen. Das Jod ist direkt von dem festen in den gasförmigen Aggregatzustand gewechselt. Und so ist das Ganze auch zurückgewechselt. Hier oben habe ich es abgekühlt und ihr könnt sehen, ich habe hier unten eine Schicht, die auch, ich hoffe man kann es sehen, im Licht glitzert und glänzt. Wenn ich da drüber fahre auch, habe ich hier auch wieder genau dieselbe Farbe wie von meinen Jodkristallen. Dieses Dunkle, wenn ich das ein bisschen verdünnen würde, würde das jetzt wieder lila werden. Das ist genau diese Farbe der Jodkristalle. Das heißt, hier haben wir eine Resublimation gehabt, direkt vom gasförmigen in den festen Zustand zurückgewechselt. Ich habe euch auch gesagt, es können nur wenige Stoffe. Jod ist eben eins dieser Stoffe, die das können. Das zum Thema Sublimation, Resublimation. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.